Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video hier aus der Motormafia. Ich bin der Sven und heute gucken wir uns ein ganz besonderes Thema an. Ich habe gerade schon mal eine Anfrage, die wir erhalten haben, ausgedruckt. Die nehmen wir uns jetzt unten aus dem Drucker, haben parallel das Fahrzeug dazu schon da und das schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Also schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ich würde sagen, wir gehen direkt runter, nehmen uns die Anfrage raus. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, es dreht sich um einen Golf 6 GTI aus Baujahr 2010. Für diejenigen, die sich auskennen, die wissen, da haben wir einen 2.0 TSI Motor drin mit 211 PS. Motorkennbuchstabe müsste CCZB sein. Also auf jeden Fall ein CCZ Motor. Gucken, wie er wieder grinst hier. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Oh, weißt du, das wollte ich schon immer mal machen. Achtung, Achtung. Hallo und herzlich willkommen zu Svens Märchenstunde. Könnt jetzt sicher das Bild ausmachen. Ist jetzt einfach nur noch Podcast, ihr hört jetzt einfach nur noch zu. Wir haben ein Fahrzeug mit angegebenen 105.000 Kilometer. Prüfen wir gleich nochmal nach. Ich lese einfach mal vor, was der Kunde geschrieben hat. Hallo, liebe Motormafia. Ich besitze einen Golf 6 GTI Baujahr 2010. Seit einiger Zeit tropft aus dem Schlauch meiner Kurbelgehäuseentlüftung Richtung Turbolader Öl. Dieses Öl sieht auch sehr hell aus. Ich habe vor einiger Zeit einen Catch-Tank von HG Motorsport installiert und auch daran befindet sich das meiner Meinung nach zu helle Öl. Weiterhin habe ich eine Softwareoptimierung der Firma XY aufspielen lassen. Seitdem tropft es. Ist es möglich, dass durch den erhöhten Ladedruck meine Kolbenringe einen wegbekommen haben? Wäre es möglich, dass ihr euch meinen Motor einmal anschaut? Mit freundlichen Grüßen. Also das finde ich auf jeden Fall ist mal ein total interessantes Thema, denn der Kunde hat hier zwei, drei Sachen angemerkt. Was auf jeden Fall interessant ist, dass das wirklich mal eine Anfrage ist, die sehr präzise geschrieben ist, was man relativ selten hat. Ne? Die Information, die brauchen wir. Ist eine Software drauf, ist keine Software drauf? Wie lange ist die Software drauf? Was ist verbaut? Wie wurde es verbaut? Und so weiter und so fort. Das hilft uns natürlich unheimlich und spart euch am Ende des Tages natürlich auch Zaster. Ja, da muss man sagen, je mehr Informationen wir haben, desto schneller kommen wir vielleicht am Ende des Tages auch zum Ziel und desto weniger müssen wir euch als Kunden, ja logisch, berechnen. Apropos berechnen, da haben wir Robert schon hier. Robert ist ja grundsätzlich auch der, der immer voll abrechnet. Klar, Mann. Danke, wenn es mal wieder so klappt. Ich habe die Anfrage gerade, ich habe sie übrigens nochmal gefunden, habe ich jetzt gerade schon vorgelesen. Du hast jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Wir kommen gleich dazu, was du vorbereitet hast. Dann erklären wir auch noch, wieso, weshalb, warum. Was ist jetzt aber erstmal grundsätzlich für euch wichtig zu wissen? Wir haben eine Kundenbeanstandung, die uns mitteilt, wir haben Öl über unsere Kurbelgehäuseentlüftung rausgedrückt. So, jetzt gehen wir logisch her und überlegen erstmal, wie kann jetzt Öl aus unserer Entlüftung rausdrücken? Das heißt, da gibt es jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Zum einen Möglichkeit, das, was du vorbereitet hast, über die Kolbenringe, was übrigens der Kunde schon mega gut mit in die Mail reingeschrieben hat. Aber zum anderen eben auch im schlimmsten Falle über unsere Ventilschaftdichtung. Na? Also wir brauchen irgendwo ein Druckverhältnis, was höher ist als unser Kurbelgehäusedruck. Aber über die Ventilschaftdichtung wäre es ja nie so schlimm, weil du gerade sagtest, im schlimmsten Falle. Nee, im schlimmsten Falle sind jetzt wirklich die Kolbenringe. Ja. Und man muss auch dazu sagen, das ist in dem Falle auch der wahrscheinlichste Fall. Ja. Ja, oder wir haben eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung. Was wäre das Einfachste. Aber in dem Falle jetzt grundsätzlich erstmal nicht mehr haben. Wir haben ja jetzt hier oben von den Jungs von HG Motorsport, ja, haben wir ja sozusagen jetzt die Adapterplatte hier oben drauf und hier vorne nochmal einen Catch-Tank sozusagen verbaut. Das kann ich nochmal sagen, unabhängig von der Mehl, der füllt sich halt eben auch bei strammer Fahrweise recht zügig mit Öl. Und das sollte nicht der Fall sein. Ganz, ganz wichtig. Das sagt uns, dass wir definitiv zu viel Druck im Kurbelgehäuse haben und dass es uns quasi mit dem Druck das Öl hier oben nach draußen befördert. Ja, glücklicherweise fangen wir es auf, aber trotzdem darf das so nie sein. So, das heißt Option 2, Ventilschaftdichtung, sehr unwahrscheinlich. Aber durch unsere Ventilschaftdichtung können wir ja über unseren Ladedruck, ne? Also wir können, haben wir hier einen Zylinderkopf liegen? Guck mal hier, alles da hier. Also ne, einfach nur fürs Verständnis, wir müssen das jetzt hier ohne riesengroß ausschmücken. Ne? Ihr wollt ja wieder eine ordentliche Erklärung haben. So, okay, wir haben hier oben Kurbelgehäuseraum. Soweit klar und verständlich. Ne? Unsere Ventile kommen hier raus, Ventil, Feder, Ventil, Schaftabdichtung. So, jetzt haben wir hier Abgase durchgehen, demzufolge auch unterhalb unserer Ventilführung.
Wenn jetzt unsere Ventilschaftdichtung undicht ist, drückt es zwischen Ventilschaft und Ventilführung, drückt es quasi diesen Druck nach oben. Das ist nie sonderlich viel, ja? Aber so ein Ventil geht ja auch ein paar tausend Mal auf und zu, wenn wir ein bisschen zornig fahren. Wenn die Schaftabdichtung nicht mehr dicht ist, drückt es uns natürlich in unseren fast annähernd druckfreien Raum hier oben den Überdruck von 2-3 Bar Abgasdruck, den wir haben, natürlich nach oben rein. Frischluftseitig, da haben wir natürlich nie so einen hohen Druck. Dort bewegen wir uns irgendwo, je nachdem, was hier für eine Softwareoptimierung gemacht wurde, vielleicht so bei 1,3, 1,4 Bar. Aber selbst das liegt über dem annähernd druckfreien Raum hier oben. Also hätten wir dann auch Kompressionsverlust sozusagen? Bei was hätten wir Kompressionsverlust? Na, wenn die Ventilschaftdichtung, wenn es dort das Öl durchdrückt? Nein. Nee, beim Kalbenring. Alles gut, weil die Frage stellen sich vielleicht die Leute. Ne? Man kann das relativ gut sehen, das, was du gerade angesprochen hast. Hier haben wir einen Ventilsitzring, unser Ventil geht so rein und hier unten ist unsere Ventilführung. Mhm. Und am Ende der Ventilführung sitzt die Ventilschaftdichtung. Das heißt, wenn unser Ventil hier unten dicht ist, haben wir keinen Kompressionsverlust im Brennraum nach oben. Ganz wichtig. Das wäre eine Möglichkeit, aber das hat mit dem Fehlerbild jetzt nichts zu tun, dass die Ventile natürlich bei dem Motor einfach undicht sein können. Aber das hat, wie gesagt, mit dem Fehlerbild grundsätzlich erstmal nichts zu tun. Mhm. So, das heißt, wenn wir wirklich so ein starkes Verhalten von Überdruck im System haben, dann muss man dazu sagen, ist es wirklich sinnvoll, von vornherein schon gleich erstmal Kompression zu messen. Das ist das, was du jetzt schon vorbereitet hast. Und die Brennräume zu endoskopieren. Weil alles andere bringt dann keine Punkte und ist sinnlos rausgeschmissenes Geld auch für einen Kunden. Ich denke, genau das werden wir jetzt machen. Hast du angefangen? Hast du jetzt noch? Nee. Du hast aber alles rausgebaut. Wir könnten jetzt Kompression messen. Naja, dann. Okay, und bitte. Gut. Okay. So, hier haben wir knapp über 10 Bar. Warte mal bitte ganz kurz, noch nicht starten. Ich weiß nicht, ob ihr das übers Mikrofon jetzt hören könnt. Was bei sowas immer mega interessant ist, wenn du drei Zylinder von vieren offen hast und den einen zuhältst, musst du rein in der Theorie noch immer hier drauf gucken, du hörst das tatsächlich, ob was kraftvoll ist oder nee. So klingt es übrigens, wenn wir gar keine Kompression haben. Gut. So, nochmal bitte. Ich fand den zum Beispiel jetzt nur schon mal fürs Gefühl für euch, den fand ich jetzt gerade nicht so knackig, nicht so kraftvoll. Auch nicht für die Laufleistung. Ja? Gut, weiter geht's. Und los. Gut. 10,5 ist ein bisschen mehr, genau. Gut. Das ist aber auch der Bereich, wo er eigentlich hingehen sollte, ne? Guck. 12. Über 12, ja. Über 12. Da funktionieren die Motoren erfahrungsgemäß recht gut. Alles, was unter 11 ist, ist immer so ein bisschen ein spannendes Thema. Mach nochmal. Gut. Auch über 12. Mhm. Robi, du kannst rauskommen. Robi, ist dir was aufgefallen drin? Also wir sind von Zylinder 1 über Zylinder 2, mhm. Zylinder 3 und Zylinder 4. Ist dir vom Gefühl drin was aufgefallen? Eins und zwei. Du merkst halt, das ist doch klar, du merkst halt im Auto, dass sie irgendwie nicht so viel Kraft haben, finde ich. Hast du das gehört? Hast du im Auto gehört, was ich zum Anfang, also was ich gesagt habe, wo du dich reingesetzt hast? Was genau? Nee, gut, okay, reicht, danke. Ja, weil der Anlasser hat auch nie so eine Kraft zu überwinden, genau. Wenn keine Kompression da ist, ja, oder nie so viel. Du hast es, du genau. Spürst es halt, wenn du startest. Mir ging es nur darum, weil ich hatte das gerade, wo du dich reingesetzt hast, hatte ich das gerade ähnlich anders in die Kamera formuliert und das ist total interessant, dass du das wirklich genauso jetzt wiedergibst und das ist wirklich tatsächlich so, also wir haben auf Zylinder 1, was waren es, 10,2 Bar, auf Zylinder 2 10,5 Bar und auf der 3 und auf der 4 sind es über 12 Bar gewesen. Ich würde sagen, wir schnappen uns das Endoskop und dann gucken wir uns Zylinder 1 und 2 mal genauer an. Gut, ich mach das mal so, erzähl uns mal, was du siehst. Ja, grellen Boden, ne? Ja. Zylinderlaufbahn, so ein bisschen. Also das Erste, was mir, ich weiß nicht, ob ich es wirklich so richtig sehe, ich finde die Zylinderlaufbahn ja. Komplett, also ölig, oder? Oder täusche ich das gerade? Weil das so extrem glänzt. Ja, das ist nie ölig. Sonst siehst du immer den Kreuzschliff. Aha, und wo ist der hier? Na, nicht so richtig am Start. Aha. Okay. Aber man erkennt es zumindest. Vielleicht kriegt man irgendwie mit dem Licht ein bisschen. Also ich könnte mir vorstellen, du kannst noch eine Weile suchen, nee. Aber es wird schwer, den Kreuzschliff zu finden. Weil den müsstest du erstmal wieder reinmachen. Mhm. Du könntest ja mal die Kamera wechseln. Genau, das machen wir jetzt auch mal. So, dann sehen wir jetzt zum Beispiel hier, warte mal ganz kurz, hier sehen wir ein Ventil. Mhm.
Das kriegt man aber nicht ganz scharf, ne? Guck mal, den, guck mal, geh mal ein Stück höher. Ah, schade, dass wir es nicht scharf kriegen. Aber hier sehen wir zum Beispiel, das müsste jetzt im Ventilsitzwinkel, genau hier, der müsst, das müssten saubere 45 Grad sein. Guck dir mal bitte an, wie rund und ausgehämmert der schon ist. Das ist wie so eine Banane. Ja, was wir hier wieder sehen, wir sehen auf jeden Fall eine Hohnspur. Wir sehen hier wieder dieses typische TSI Generation 2 Motorenproblem mit diesen Bögen drin. Mhm. Ja. Geh mal gern nach unten. Siehst du hier diese gelbe Verfärbung? Hier oben das metallisch blanke. Ja. Dreh mal ein Stück weiter wieder in die Richtung hier. Stopp. Hier siehst du metallisch blank. Ja. Hier siehst du die gelbe Verfärbung. Und die gelbe Verfärbung ist ein Zeichen dafür, dass wir dort ein Durchdrücken von Verbrennung haben und dieses Öl, was in der Zylinderlaufbahn quasi gehalten wird und eigentlich ja durch die Ringe mit runtergenommen werden soll, das wird quasi sehr, sehr warm und verfärbt unsere Zylinderlaufbahn in dem Moment. Das ist ein ganz typisches Problem. Das sehen wir immer bei diesen Motoren, die da längs in den A4 eingebaut sind. Mhm. Na, also diese Ölverbrauchsmotoren, ihr kennt das vielleicht aus den anderen Videos von uns, sind ja erfahrungsgemäß im A4, im A5, Q5, Q3, wo sie überall drin sind. Das haben wir bei den quer eingebauten Motoren eigentlich nicht so krass. Das Problem, aber hier kann man sie relativ gut erkennen. Die Hohnspur jetzt so über die Seitenkamera sieht recht gut aus. Ja. Was aber die Erfahrung gezeigt hat, ist, dass bei den quer eingebauten Motoren die Honung tiefer ist. Also wir haben mehr Laufleistung und haben nach längerer Laufleistung immer noch ein annähernd gut aussehendes Hohnbild. Fragt mich bitte nicht, warum jetzt. Ne? Aber bei den längs eingebauten Motoren, da siehst du dann diesen richtig blitzeblank drin teilweise und haben diese gelben Flecken. Das habe ich bei den quer eingebauten Motoren schon ganz häufig festgestellt, dass die optisch ein sauberes Hohnbild haben, aber wenn wir diese Probleme haben wie jetzt auch, dann sehen wir diese gelben Flecken. Wenn der Kolben hier oben drauf verrät, so oder so schon, dass wir hier definitiv Ölverbrauch haben und dass hier irgendwas mit der Abdichtung im Zylinder nie hinhaut. So sieht das jetzt erstmal gut aus. Ne? Pass mal auf, ich mache jetzt, ziehen wir mal vorsichtig raus, Robert, ohne Geräusche bitte. So, und das, was der Robert vorhin gesagt hat, ne? Wir sehen jetzt quasi hier den Rand unseres Kolbens. Und hier an der Seite eigentlich schon unsere Zylinderlaufbahn. Und was auch so ein Indiz dafür ist, dass wir hier schon einen vorangeschrittenen Verschleiß in dem Motor haben, ist, dass sich unser Kolben in der Laufbahn spiegelt. Das heißt, das sagt uns, dass unsere Laufbahn wirklich auch schon einen gewissen Verschleiß hat. Die ist wie glatt, spiegelig, metallisch blank gerieben. Das lässt sich jetzt schwer erklären, ne? Weil wir haben gerade Hohlenspuren gesehen, aber die sind im Metall drin. Und wenn das so spiegelt, dann ist das immer schon bei den Motoren ein sehr, sehr gutes Anzeichen dafür, dass wir hier nicht mehr ganz sauber abdichten und nicht mehr ganz sauber laufen. Das ist wie glatt poliert. Mhm. Ja? Lass uns gerne noch mal Zylinder 2 angucken. Der sah ja jetzt ohne so pralle aus vom Messergebnis. Und dann bin ich mal gespannt auf Zylinder 3 und 4, wie die Kolben aussehen. Was wir auf jeden Fall hier sehen, dass wir hier nicht ganz so einen hohen Ölverbrauch haben. Ne? Der Kolben 1 war komplett schwarz mit Ölkohle bedeckt. Hier haben wir es nur am Rand und in der Mitte zwar auch, aber hier verbrennen wir noch sauberer. So, soll ich noch mal umschalten? Wollen wir uns noch mal die Zylinderlaufbahn angucken? Und die Ventile? Zeig mal die Auslassventile. Dann werden die scharf. Schade. Ja, alles gut. So, aber guck mal hier oben. Hier können wir auch schon ganz klar erkennen. Ne? Hier oben ist quasi unser Feuersteg vom Kolben. An dem Punkt, halt mal ganz kurz. An dem Punkt hier quasi ist Umkehrpunkt erster Kolbenring, zweiter Kolbenring, Ölabstreifer. Das kann man perfekt sehen. Oh, dort siehst du das Öl schon richtig runterlaufen. Ja, ja. Übrigens, geh mal ein Stück zurück bitte, Robi. Hier kann man es übrigens mal ganz gut erkennen. Wir haben hier mittlerweile schon Ölkohleablagerung an unserem Einspritzventil alias Injektor. Das wiederum ist ein riesengroßes Problem, wenn ihr mit Ölverbrauch, mit den TSI-Motoren weiterfahrt. Dass die Motoren verbrennen sehr warm. Es sind Direkteinspritzermotoren. Das ist egal, ob BMW oder Volkswagen. Direkteinspritzer ist eine warme Verbrennung. Ja? Wenn jetzt unser Einspritzventil hier oben so verkorkt ist, das ist ja ein hochpräzises Bauteil und dann nicht mehr sauber ordentlich einspritzen kann, sondern eben eine Tröpfcheneinspritzung hat, dann haben wir das Problem, dass wir punktuell in unserem Brennraum eine sehr warme Verbrennung bekommen, beziehungsweise dass wir einfach unterschiedliche Temperaturnester in unserem Brennraum haben, ja? Was wiederum im schlimmsten Falle zu einem extrem großen Folgeschaden führt. Das heißt, geschmolzener Kolben, verschmolzener Kolben, da ist nicht nur der Kolben kaputt, sondern dann auch der Motorblock. Alles schon gehabt. Die, die unsere Videos regelmäßig gucken, denke ich, die haben da auch das ein oder andere Video bei uns auf dem Kanal schon gesehen. Gut, ich würde sagen, auch hier ist es relativ klar. Guck mal, selbst so spiegelt es jetzt trotzdem, ne? Mhm.
Genau. Und dann lass uns gerne nochmal vergleichsweise Zylinder 3 und Zylinder 4 angucken. Ich glaube, 3 hatte noch mit am meisten, ne? Ich glaube mit 12,5 Bar. Mhm. Sind nicht ganz so stark, ne? Aber Robert, guck mal, das ist richtig pitschnass hier oben, ne? Hier ist nichts irgendwie, eine trockene, verbrannte Ölkruste. Das ist alles nass. Guck mal, das Einspritzventil sieht ja noch schlimmer aus. Ja. Geh mal in die 4 rein. Dort haben wir ein kleines bisschen mehr Raum. Aber auch hier sehen wir oben diesen Ölkohlerand. Ne? Hier ist nichts irgendwie trocken oder irgendwas. Das ist alles pitschnass. Siehst du das? Kannst du das erkennen? Ja. Ja. Aber hier kann man das auch wieder super erkennen. Ne? Das ist noch in einem Rahmen, wo es wahrscheinlich noch funktionieren wird. Ne? Aber es ist schon wirklich grenzwertig, wenn du siehst, wie das Ding zugesetzt ist. Wir drehen nochmal die Kameraperspektive und gucken von oben nochmal rein. Na, aber siehst du das jetzt im Vergleich zu Zylinder 1? Ja. Dass wir hier noch relativ, ich sage jetzt mal, trocken von der Verbrennung sind, aber am Rand haben wir genau die gleiche Thematik schon. Wir können mal rumdrehen. Und dann kannst du mal nach unten gehen, Richtung Kolben. Jetzt kannst du ja noch mal drehen, ob das genauso aussieht wie vorhin. Wir irgendwo jetzt hier noch eine gelbe Stelle finden. Ich würde bald behaupten, dass wir hier auf dem Zylinder das noch nicht so krass haben. Aber doch, hier haben wir genauso. Na, also, ja, ist so, guck mal, es ist sogar ein relativ großer, breiter Bereich. Ne? Das ist die komplette Seite. Das ist gut. Ja. Hier sieht man es wirklich perfekt. Danke dir, Robi. Baust du das Auto soweit erstmal wieder zusammen? Okay, also abschließend für euch zu dem Fahrzeug. Was wir natürlich jetzt nie sagen können, ist, haben wir jetzt einen Kolben, der in seiner Bauform eingefallen ist, der seine Maßhaltigkeit verloren hat? Haben wir eine Zylinderlaufbuchse, die ihre Maßhaltigkeit verloren hat? Haben wir vielleicht mal eine thermische Überlastung erfahren? Kann natürlich auch sein, ja, ohne dass das jetzt falsch klingt, aber man weiß natürlich nie, was hat der Tuner jetzt gemacht. Ne? In der E-Mail stand irgendwas drin mit aufspielen lassen. Das kann natürlich jetzt einfach nur worttechnisch unglücklich gewählt worden sein. Kann aber auch tatsächlich wirklich so sein, dass hier irgendeiner eine Stufe 1, Stufe 2, was weiß ich nicht, drauf geballert hat und die dann mit dem Auto gefahren sind. Des Weiteren weißt du auch nicht, was ist mit dem Auto vorher gewesen. Hat der Kunde das Auto als Neuwagen gekauft? Also Möglichkeiten, Optionen gibt es jetzt viele. Das ist jetzt aber auch gerade erstmal nicht unsere Aufgabe, das jetzt irgendwie zu bewerten und zu beurteilen und analysieren können wir es nicht. Sondern wir können grundsätzlich erstmal festhalten, wir haben einen Defekt auf allen Zylindern. Wir haben eine maßliche Abweichung auf Zylinder 1 und 2. Und die Information kriegt der Kunde jetzt von uns. Und die Entscheidung, was mit seinem Auto passiert, die trifft am Ende des Tages der Kunde. Von uns kriegt er den Hinweis, den er uns auch unterschreiben muss, ne, wenn er das Fahrzeug abholt. Ein weiterer Betrieb erfolgt auf eigene Gefahr. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir können natürlich, wenn er jetzt bei uns vom Hof fährt und dann dort vorne einen kapitalen Motorschaden hat, können wir am Ende des Tages jetzt auch nichts dafür. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, bevor wir das jetzt hier künstlich in die Länge ziehen, würde ich sagen, sind wir mit dem Thema ganz gut durchgekommen. Ihr habt mal ein kleines bisschen Einblick bekommen. Wie läuft es im Tagesgeschäft ab? Wie geht man strukturell voran bei so einem Thema? Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Adios. Ich habe das schon mal gemacht. So. Philipp, du hast die schwarze Blende hier vorne noch drauf. Oh, ja. Also wirklich. Soll ich es machen? Soll ich es machen? Willst du vor die Kamera und ich tue hier mal filmen? Ja, aber dein Arbeitsbereich war auch schon mal größer, oder? Naja, das muss ja nicht alles immer drauf sein hier. So. Ich meine, wir haben kein Problem mit Alkohol, aber wenn wir keinen haben, wäre es richtig beschissen. Dann haben wir ein Problem. Also, der ist ja auch näher an deinem Schreibtisch als an meinem Schreibtisch. Auch mein Schreibtisch ist aufgeräumter als dein Schreibtisch. Cut, Kika, Cut. Kitty, Cut. Vielleicht habe ich auch einfach mehr zu tun hier. Nochmal hier drauf füllen. Das tut dich dann nicht wieder so zieren. Guck mal, aufgeräumt. Ist ja nicht so, dass ich es jetzt nicht akkurat hingelegt hätte. Bist du zufrieden mit meiner Performance? Cut oder was? Hier wird halt noch gearbeitet an dem Tisch. Und an dem dort, guck mal hier. Der hat am meisten zu tun. Der hat Urlaub. Ja. Das heißt, er ist die größte Schappe demzufolge, oder? Julian, beste Grüße gehen raus, wenn du das jetzt siehst. Darf ich heute deine attraktive Sekretärin sein hier drüben? Aber mal gegen das Licht ist erstmal wieder doof. Aber wenn du jetzt zum Robert rüberleuchtest, wird es noch heller. Ach, das hättest du gerne. Kannst du dich mal vors Fenster stellen, Robert? Guck mal, wenn ich gar nicht so aufgeregt rede, weil ich so einen Zeitdruck habe, dann bin ich auch total sympathisch. Also plötzlich Spaß jetzt hinzuhören. Das ist echt verrückt, oder? Hier, mein Doppelkind drückt auch wieder ans Mikrofon, immer dasselbe. Ich habe das Gefühl, er will nicht vor die Kamera. Habe ich jetzt auch rausgehört, ja. Das Thumbnail, klar. Wo ist mein weißer Fleck? Hier, ne?
Komm, hör auf, Alter, du machst hier Schütter drauf, Junge, das wird nicht besser. Mhm. Ist wieder ein Affen dressiert? Hast du es jetzt gefilmt? Du bist eine F***nette wirklich. Ja, der Robi, der ist wieder bereit, um die große Hafenrundfahrt zu starten heute hier. So, dann nehme ich die Kamera, du das Endoskop und der Philipp bückt sich. Und oh, beim ersten Mal ist Loch getroffen, Robert. Oh. Nicht schlecht. Stecken mal tiefer rein, Robert, komm. Na, da ist doch hast du jetzt gerade wirklich noch ein Stöhngeräusch dazu gemacht? Also auch wenn du gut mit Anfädeln bist, Robi, bist du trotzdem, wenn du immer drinne bist, recht hektisch und nervös. Ist das so? Nähmaschine.